Ich hab bestimmt so einen weiten Schwanz. So. Ja. Angermeier Lederhosen werben nicht wie andere Fußballclubs einfach eine Lederhosen für unsere Spiele, sondern Angermeier in den Ateliers hat man sich Gedanken gemacht. Wir haben also richtig mit dem Löwen eine Lederhosen letztes Jahr designt bekommen, die wahnsinnig gut angekommen ist, die auch bei den Fans hundertfach verkauft wurde, die wirklich schön ist. Wer sie noch nicht kennt, wird sie in Kürze sehen. Ich freue mich, dass vom Präsidium des TSV 1860 München zum Beispiel unser Präsident da ist, Peter Kasanet. Ich habe auch Vizepräsident Hans Hitzberger schon gesehen. Ich freue mich, dass die beiden Geschäftsführer Thomas Eichin da ist und auch Rahel Gerges, glaube ich, habe ich schon gesehen. Freue mich, dass das komplette Trainerteam mit Coach Costa, Costa Ronjaic da ist und wünsche Nein, natürlich nicht. Als Münchner hat man schon einen Schrank. Passt so. Komm mal so, geh. Die wievielte ist das? Von 60. Die dritte. Ich glaube einmal. Nee, zweite. Aber ich denke, es ist ein schönes Outfit. So, glaube ich, kann man auf alle Fälle auf Wiesn gehen. Münchens große Liebe im Latz innen beim Wieseln. Wisst ihr dann sofort, zu wem ihr das gehört? Wie wichtig wird es nach der ersten oder zweiten Mass, dass man das nicht vergisst? Also wenn man Lederhosen verliert auf der Wiesn, glaube ich, ist nicht so, wäre nicht so glücklich. Ist natürlich schön eingesteckt auf der Innenseite vom Latz. Und wichtig ist, glaube ich, für uns, dass wir Punkte holen auf dem Spielfeld und nicht auf der Wiesn. Aber trotzdem ist es eine schöne Nebensache. Gegen Nürnberg geht's jetzt, da dürft ihr dann noch nicht im Wiesentrikot loslegen. Was wird da, ist ein Derby, was wird es gehen? Also mit wie viel Herzblut müsst ihr die Sache angehen? Ja, ich glaube, wird ein ganz schweres Spiel, weil Nürnberg, die haben ja 6-1 Niederlage zum Verdauen gehabt. Ich glaube, die wollen das schnell wieder wegmachen und für uns gilt es einfach, dass wir an die Leistungen anknüpfen, beziehungsweise an die Spiele anknüpfen, wo wir über streckenweise, phasenweise ein gutes Spiel abgeliefert haben, das noch verbessern. Und jetzt geht natürlich mit 3 Punkten im Gepäck wieder ankommen. Es gibt genug neue im Team, die vielleicht noch nicht auf der Wiesn waren. Was sind denn so die eigenen Ratschläge für einen Wiesnabend? Also ich glaube, es muss, das ist das Teufelsrad auf der Wiesn. Ich glaube, da kann man mit der Familie hingehen, kann man ohne Familie hingehen, kann man auch hingehen, wenn man vielleicht einmal Mastungen hat. Ist, glaube ich, immer was Lustiges. Und ansonsten, ich glaube, die Fahrgeschäfte gibt es ja nicht nur auf der Wiesn, gibt es ja auch andersweitig. Aber ich glaube, das Teufelsrad ist schon was, wenn man auf die Wiesn geht, was man unbedingt einmal besichtigen muss. Hat das mit den Frauen, als mit den Schreiben schon was? Es gibt einen Grundquiz. Aha, warum? Was muss ich da wissen? Axel, erzähl mal. Ja, wenn sie links ist, die Schleife, dann ist die Dame ledig. Das heißt, sie ist frei, eventuell willig, aufnahmefähig. Und rechts ist halt verheiratet. Also die will dann nicht so. Aber ich habe ja keine Schleife, oder was? Nein, war ja nicht. Keine Schleife. Aber am Rücken hast du das. Aber ich will ja eine Schleife hinmachen. Okay. Ja, gut. Sitzt, passt und hat Luft. Wie fühlt sich's denn an? Ja, ich hatte schon einige Mal eine Lederhose an, so ist es ja nicht, aber die ist wirklich gut, die passt perfekt, also wie angegossen und fühle mich sehr wohl.
Was müssen denn die 60er noch machen bis zum Wiesenbesuch, dass vielleicht auch eine Mass oder zwei getrunken werden dürfen? Weil in Bayern sind ja zwei Mass, keine Mass. Ja, das ist wie immer das Gleiche, wir müssen halt Punkte holen. Und je mehr Punkte wir holen, desto lustiger wird sicherlich auch im Oktoberfest. Also wie gesagt, ich war noch nicht so oft auf dem Oktoberfest. Und ich werde alles mal beobachten, was dort so passiert, werde meine Schlüsse draus ziehen und bin dann bestimmt im Jahr darauf. So, während die beiden waren unter den Bewerbern und Bewerberinnen, Milena und Ben. Und die Mannschaft hat gestern Nachmittag gesagt, die zwei, das sind unsere junge Löwenrudel-Models. Und die führen heute die neue Angermeier Kinderlöwen-Lederhosen vor. Mama, ich will es mal mit dazu. Wunderbar. Milena, Ben und Ivica Olic. So, schau her, Ben, gehst du zum Ivica? Schau mal, und dann. Komm, weiter runter. Super. Und weiter runter, dass alle mit draufkommen. Super. Genau, gehst du mit her? So. Der Peter kommt schon. Renate? Ja. Einmal hier bitte noch. Alle auf dem Foto sind, vielen Dank. Genau. Ruhig, ruhig, ruhig. Ja. Und näher zusammen, näher. Wir mit Sondergenehmigung der DFL dieses Trikot spielen werden. Jetzt präsentiert von unserem Kapitän Stefan Aigner und Denise Kotte. Stopp, 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 ideal. Und so schön.